Heute haben wir Boogie Woogie für euch, die Flügeltür. Wir zeigen die einmal vor. Wir haben einen Grundschritt. Hier. Er zwingt mich einmal aus, unter den Arm durch, zwingt mich sofort wieder ein. Jetzt für ihn, ganz entspannt, er braucht keine Schritte mehr zu machen. Ich mache jetzt noch die Schritte. Ich habe einen Rückplatz. Rückplatz. Geh auf die andere Seite hin, wieder einen Rückplatz. Hin, Rückplatz, hin. Rückplatz. Was er dann noch macht, ist einmal mich rüberführen und mit dem Gewicht immer auf den anderen Fuß gehen, sodass wir eine Gegenbewegung erzeugen. Also er geht immer auf den anderen Fuß, sodass wir eine größere Bewegung machen. So, rausgehen. Das ist ein bisschen tricky für ihn. Ich habe wieder einen Rückplatz. Und er muss jetzt auch mit mir einen Rückplatz machen, sodass wir aus der Figur wieder rauskommen und entweder rausdrehen oder einen Grundschritt machen. Für uns fühlt sich das besser an, wenn wir einmal die Daumen rausdrehen. Flüssige Zeit. Rückplatz, sieht raus. Rückplatz, wieder eingedreht. Er hat jetzt nur einen Matschenschritt. Rückplatz, wieder hin. Rückplatz, hier. Rückplatz, hin. Beide Rückplatz. Und am Arm durch. Und schon sind wir fertig. Viel Spaß!